Willkommen zum zweiten Teil der Reihe Doppelte Buchhaltung. Wir haben bereits die Bilanz kennengelernt als Aufzeichnung der Vermögenswerte eines Unternehmens und der Schulden eines Unternehmens zur Berechnung des Eigenkapitals. Nehmen wir hier ein einfaches Beispiel, eine kleine Bilanz eines Unternehmens. Die Position BGA heißt Betriebs- und Geschäftsausstattung, sei 5.000 Euro. Kassa mit 1.000 Euro, die Bank mit 3.000 Euro macht ein Gesamtvermögen von 9.000 Euro. Weil das Unternehmen auch Lieferverbindlichkeiten hat von 2.000 Euro, ergibt sich daraus ein Eigenkapital von 7.000 Euro. Auf beiden Seiten, aktiver und passiver, ist die Summe ja gleich. Schauen wir uns nun einmal die Veränderung der Bilanz bei verschiedenen Geschäftsfällen an. Der erste Geschäftsfall sei, dass das Unternehmen einen neuen Schreibtisch kauft und diesen bar bezahlt. Somit wird die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung um 600 Euro zunehmen, weil ja dieser Wert des Schreibtischs dort dazugekommen ist. Also sind das jetzt 5.600 Euro. In der Kasse haben wir jetzt 600 Euro weniger, somit sind hier nur noch 400 Euro. Das Bankkonto ist gleich geblieben, auch die Lieferverbindlichkeiten sind gleich geblieben mit 2.000 Euro. Wir sehen, dass wir bei der Vermögenssumme, bei der Summe der Aktiva, wieder 9.000 Euro haben. Und weil ja die Summe auf beiden Seiten gleich sein muss, wieder mit 9.000 Euro sehen wir, dass sich das Eigenkapital nicht verändert hat. Schauen wir uns nun den zweiten Geschäftsfall an. Wir heben 500 Euro von der Bank ab und legen das in die Kasse ein. Mal sehen, wie sich jetzt diese Positionen verändert haben. Betriebs- und Geschäftsausstattung bleibt beim zweiten Fall gleich mit 5.000 Euro. In der Kasse haben wir jetzt 500 Euro mehr, das macht natürlich 1.500 Euro. Und in der Bank haben wir 500 Euro weniger, das macht 2.500 Euro. Wieder bleibt die Summe des Vermögens gleich, auch die Lieferverbindlichkeiten bleiben gleich und das Eigenkapital ist immer noch unverändert mit 7.000 Euro. Wenn wir jetzt im dritten Geschäftsfall 700 Euro an unseren Lieferanten überweisen vom Bankkonto weg, dann wird auch hier das Betriebs- und Geschäftskonto gleich bleiben. Mit 5.000 Euro, die Kasse wird mit 1.000 Euro gleich bleiben und das Bankkonto wird um 700 Euro abnehmen. Also auf dem Bankkonto haben wir jetzt nur noch 2.300 Euro. Das macht zusammen 8.300 Euro. Die Lieferverbindlichkeiten haben jetzt um 700 Euro abgenommen, also unsere Schulden an den Lieferanten, weil wir ja 700 Euro bezahlt haben. Somit betragen die Lieferverbindlichkeiten nur noch 1.300 Euro und wir sehen, das Eigenkapital ist immer noch unverändert und mit 7.000 Euro, weil diese drei Geschäftsfälle den Gewinn weder erhöht haben noch vermindert haben, also somit auch das Eigenkapital gleich geblieben ist. Weil das natürlich zu mühsam wäre, jedes Mal eine ganze Bilanz zu erstellen und diese Bilanz abzuändern, nur wenn ein kleiner Geschäftsfall im Unternehmen vorkommt, geht die doppelte Buchhaltung her und löst die einzelnen Positionen in der Bilanz in sogenannte Bestandskonten auf. Auf diesen Konten werden dann alle Veränderungen verzeichnet. Wenn wir hier oben mit der Bilanz beginnen,
aktiver und passiver. Auf der linken Seite Anlagevermögen und Umlaufvermögen, AV und UV. Auf der rechten Seite passiver Fremdkapital und Eigenkapital. Dann machen wir aus jeder einzelnen Position bei den Aktiva ein aktives Bestandskonto, wobei wir den Anfangsbestand jeweils auf der linken Seite, also auf der gleichen Seite, wie er in der Bilanz steht, eintragen. Auf der linken Seite tragen wir auch alle Vermehrungen ein, die zum Anfangsbestand dazukommen, und auf der rechten Seite alle Verminderungen. Ebenso auf der rechten Seite können wir dann den Endbestand ermitteln, der sich ergibt aus Anfangsbestand plus Vermehrungen minus Verminderungen. Wiederum ergibt das auf beiden Seiten die gleiche Summe. Spiegelgleich läuft das beim passiven Bestandskonto. Hier tragen wir den Anfangsbestand auf der rechten Seite ein, genau auf der gleichen Seite, wie er in der Bilanz steht, tragen dann auf der rechten Seite alle Vermehrungen auf diesem Konto ein, auf der linken Seite im Soll alle Verminderungen und ermitteln dann im Soll den Endbestand des passiven Bestandskontos auf die gleiche Art wie beim aktiven Bestandskonto durch die Addition von Anfangsbestand plus Vermehrungen minus die Verminderungen ergibt den Endbestand. Wiederum ergibt sich dadurch die gleiche Summe auf beiden Seiten. Diese Endbestände tragen wir dann in die Schlussbilanz ein, jeweils auf der richtigen Seite, und es ergibt sich die Schlussbilanz. Schauen wir uns das jetzt an einem Beispiel an. Wir haben eine kleine Bilanz, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 Euro, Kasse 1.000 Euro, Bank 3.000 Euro. Lieferverbindlichkeiten von 2.000, somit ein Eigenkapital von 7.000. Und wir lösen jetzt diese Bilanz in Bestandskonten auf. Und zwar in drei aktive Bestandskonten, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kassa und Bank. Und in zwei passive Bestandskonten, Lieferverbindlichkeiten und Eigenkapital. Zuerst tragen wir die Anfangsbestände ein. Auf der Bank haben wir bei BGA haben wir einen Anfangsbestand von 5.000 Euro. Bei der Kassa haben wir einen Anfangsbestand von 1.000 Euro. Und bei der Bank haben wir einen Anfangsbestand von 3.000 Euro. Bei den Lieferverbindlichkeiten haben wir einen Anfangsbestand auf der rechten Seite von 2.000 Euro und beim Eigenkapital haben wir einen Anfangsbestand von 7.000 Euro. Und jetzt buchen wir diese drei Geschäftsfälle auf diese Bestandskonten. Zunächst den Schreibtischkauf in Bar. Führt dazu, dass die Betriebs- und Geschäftsausstattung um 600 Euro zunehmen auf der linken Seite. Die Kassa nimmt jetzt um 600 Euro ab auf der rechten Seite. Dann heben wir 500 Euro von der Bank ab und legen die in die Kassa ein. Wir gehen zum Bankkonto. Das Bankkonto wird vermindert. Wir buchen das auf der rechten Seite, diese 500 Euro. Dann bei der Kassa gehen die 500 Euro ein, also auf der linken Seite, wo der Anfangsbestand auch steht. Und haben damit jetzt auch den zweiten Geschäftsfall bereits gebucht. Und zum Schluss noch die Überweisung, also über das Bankkonto an den Lieferanten. Gehen wir auf das Bankkonto, das wird auf diese Art weniger, auf der rechten Seite 700 Euro und die Lieferverbindlichkeiten werden auch weniger, weil aber hier der Anfangsbestand ja auf der rechten Seite steht, Anfangsbestand und Vermehrungen, stehen Verminderungen auf der linken Seite.
mit 700 Euro. Jetzt sind unsere Geschäftsfälle gebucht und wir können die Bilanz abschließen. Ich kann hier bei BGA die Summe bilden und habe einen Endbestand in der Höhe von 5.600 Euro, kann bei der Kassa hier die Summe bilden und habe einen Endbestand, der sich jetzt so ermittelt, die 1.500, also Anfangsbestand plus Vermehrungen, minus die 600 Euro ergibt einen Endbestand von 900 Euro. Auf dem Bankkonto ist auf der linken Seite nur der Anfangsbestand, es kam nichts dazu. Auf der rechten Seite zwei Verminderungen mit insgesamt 1.200 Euro. Somit habe ich einen Endbestand auf dem Bankkonto mit 1.700 Euro, 1.800 Euro, weil ja hier auch wieder die gleiche Summe sein muss. Bei den Lieferverbindlichkeiten ist der Endbestand auf der linken Seite. Wir hatten hier auf der rechten Seite eine Summe von 2.000 Euro und minus die 700 Euro, die wir an den Lieferanten überwiesen haben, ergibt einen Endbestand von 1.300 Euro, damit auch hier wieder die gleiche Summe steht. Das Eigenkapital hat sich nicht verändert und hat somit den gleichen Endbestand von 7.000 Euro. Hier unten wären überall dann jeweils die Summen zu ergänzen. Auch hier noch mit 5.600. Und jetzt können wir die Endbestände zur Schlussbilanz zusammenfassen. BGA, Betriebs- und Geschäftsausstattung, hat einen Endbestand von 5.600 Euro. Die Kassa hat einen Endbestand von 900 Euro. Die Bank einen Endbestand von 1.800 Euro. Lieferverbindlichkeiten einen Endbestand von 1.300 Euro. Hoppla, da spielt die Tastatur verrückt. Dann das Eigenkapital hat jetzt noch einen Schlussbestand von 7.000 Euro. Und da ist dann jedes Mal der Buchhalter froh, wenn in der Schlussbilanz links und rechts die gleichen Summen stehen. Ich beginne da bei der rechten Seite, weil es etwas einfacher ist. 1.300 und 7.000 gibt die 8.300. Und wenn wir diese drei Zahlen zusammenzählen, erhalten wir genauso 8.300. Somit sehen wir, dass die doppelte Buchhaltung gleichzeitig eine Kontrolle unserer Buchungen ermöglicht. Weil sollte ich hier irgendwo einen Fehler gemacht haben, wirkt sich dieser Fehler dann so aus am Schluss, dass diese zwei Summen nicht mehr gleich sind, wenn ich die Endbestände in die Schlussbilanz eintrage. Und somit können wir bei der doppelten Buchhaltung auch davon sprechen, dass sie eine sich selbst kontrollierende Aufzeichnung aller Geschäftsfälle ist.